Einen wunderschönen guten Tag. So, Sonne scheint, Neuschnee ist da, aber ich bin nicht beim Skifahren, sondern ich bin beim Biken. Und diesmal bin ich am Weg, geht ein bisschen fiche, Fatbike, gut, oh Wunder, nein, es ist das Fantic mit Motor. Genau, ich fahre das jetzt im Winter, ist ein recht cooles Teil und bin schon ein paar Sachen jetzt damit gefahren. Diesmal mache ich jetzt mal ein Video mit der ganzen Geschichte. Standard Fatbike gibt es nicht viel zum sagen, relativ cooler Aufbau da ab Werk mit 120er Blutergabel und einer Brose-Maschine drinnen. Genau. Zum Brose-Motor selber, das Teil hat irgendwie 650 Wattstunden oder so. Inner Tube fährt sich ganz gut und ich habe es ein bisschen leicht modifiziert mit Vorbau und so und mache heute durfte ich mir das Leim auf und hänge noch ein bisschen was dazu. Schneemäßig hat es, wie seht ihr eh, ja, das haben so 10 cm Pulver. Geht super cool zum Fahren. Also der Brose spricht da ganz gut auf für so ein Fatbike. Und von den Reifen her bin ich relativ standardmäßig bereift. Hinten habe ich einen Schwalbe oben, diesen Jumbo Jim Addix. Und vorne habe ich einen Surly oben, einen Nate. Beide in 4.0, ja genau. Und von denen her eigentlich jetzt nichts Außergewöhnliches. Probiere das jetzt mal eine Zeit lang aus, wie das geht. Und sollte das dann so funktionieren, lasse ich die Bereifung, ansonsten haue ich Maxis Minion drauf. Genau. So, ich starte das Ganze jetzt einmal an und schauen wir, wie es uns geht. Bleibt's dran. Die ersten 300 Höhenmeter von unserem Test-Video-Ride sind hinter mir. Da steht das Gefährt. Erinnert leicht an die Fantic 60er Jahre Scrambler-Geschichte, weil wir da waren sie ganz, ganz stark durch, die Italiener. Mit diesen Bikes machen die relativ wenig falsch, sage ich einmal. Solide Ausstattung, gute Geometrie und ein gutes Handling. Kannst du eigentlich nicht jammern. Ich bin jetzt gefahren, also wirklich 15 cm Neuschnee, richtiger Pulver war das. Und tadellos gegangen. Also echt krass. Auch mit der Standardbereifung. Klar, man muss sich ein bisschen mehr anstrengen, weil natürlich gibt es bessere Reifen für das Fatbike mit mehr Grip. Aber ich sage mal, es funktioniert und geht noch. Und Spur war ich vorne mit dem Surly nicht sowieso super. Genau. Akkumäßig, ich habe jetzt, naja, doch schon 250 km, ein Viertel weg. Also ich schätze dann Winter unter Volllast. Jetzt einmal 1000 bis 1200, dann ist er wirklich Ende. Bei den Akku. Klar, draußen sind schwer und der Widerstand natürlich extrem hoch. Gut, ich werde jetzt wieder aufschrauben die Kamera und dann geht es bei mir noch. Zu der Steigung. Das hat uns immer. So viel, dass wir den kleinen Panzer fahren. Conversation.
ja heute oben schon, also 50 Kilometer unter dem Gipfel. Es ist halt richtig warm, richtig cool. Ja, wie ist es gegangen mit dem Motor? Man muss realistisch sein, ich sage mal, bis zu so 15 cm Uferschnee, Neuschnee geht es, dann ist Schluss mit der Ausstattung. Bis dahin wirklich super gegangen. Man muss natürlich den Motor dosieren und halt auch überlegt treten. Gell? Ist natürlich nicht aufgesitzt und einfach drauf losgestoßen. Aber 60 steht jetzt auch gut da. Und bis dahin ist es eigentlich super gegangen. Ich habe ungefähr so, glaub, 100 Höhenmeter Schiebehilfe hergenommen, wo wirklich mehr drin war. Und ja, ja. Fatbike mit Motor, macht das jetzt wirklich noch Sinn? In meinen Augen schon. Also, wir haben ja nur ein Auto, oder? Und ich nutze dieses Bike halt auch als zweites Auto, quasi Fahrbewegungsmittel. Ich kriege ein Schutzblech auf, wenn ich fahre wegen Salz im Winter. Und fahre das Bike daher auch durch. Für mich ist das super praktisch und super rentabel. Zum wesentlich weit. So Sachen geht auch natürlich total cool. Schnell Runde mit dem Bike. Fotografieren ist sowieso top. Und was noch einen Vorteil hat, dem wir Skitouren gehen, Freeriden, man kann halt einen Anstieg oder einen Zustieg mit dem Bike machen. Und kommt halt irrsinnig weit. Muss man auch rechnen. Meiner Ansicht nach macht es Sinn, wenn man es wirklich viel hernimmt. Ansonsten hat es natürlich durch das Gewicht und durch die Bereifung, wenn man es jetzt wirklich nur als Mountainbike nutzen würde, ein kleiner schmalen Einsatzbereich, weil es einfach halt dann doch unhandlich wird. Aber so in dem Bereich ist es für mich wirklich essentiell und ein cooles Bike. Genau. Natürlich fahre ich auf den Gipfel auf, nehme ich euch mit und dann rauschen wir in den Drehläuchen. Wohlgestärkt, ein bisschen gesund, bin jetzt schon Gipfel rum eine Zeitl. Bin ganz gut aufgekommen. Zum Schluss war es ein bisschen erhascht, weil ich Windverwehung gehabt habe. Ansonsten super gegangen. Genau. Klassischer Ausblick da rum. Wie gesagt, die ist ja mit dem Fantik. Steht gut da. Darf echt nicht jammern. Akkumäßig hat es echt kaum was gebraucht. Ich glaube, erst ein Drittel weg oder so. Also echt ganz gut gegangen. Und vom Phone her, ja. Nie noch zu. Also, welche baue ich die Kamera aufs Lenkstange auf? Dann schauen wir uns das Ganze einmal aus der Ego. Aber wie gesagt, ich habe letzten Freitag ein Fotoshooting gehabt, da ist es ganz gut gegangen, bin M gefahren, also bergab wirklich cool und jetzt werden wir es dann einmal richtig testen.
into the black hole. Dann auch. Da der Martin nichts vom Verabschieden hält, mache ich das jetzt eben stattdessen. Wir kommen übrigens gerade schon wieder von der Biketour, dementsprechend bin ich auch noch angezogen. Jetzt hoffen wir aber erstmal, dieses Video hat euch gefallen. Lasst uns doch sehr gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, da freuen wir uns wirklich sehr. Und ja, falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch bitte gerne unseren Kanal, da freuen wir uns natürlich auch sehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Ach ja, und falls es irgendwelche Videowünsche geben sollte, dann gerne auch ab in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob wir alles umsetzen können, aber wir würden es natürlich gerne versuchen. Jetzt aber wirklich. Ciao.